Hallihallo ihr Lieben, willkommen zurück zu ARK hier auf The Island. In den letzten beiden Folgen hier sind wir ein bisschen verzweifelt, da das nicht geklappt hat mit dem Plesiozän. Und obendrauf haben wir auch noch unseren Delfin verloren, unseren Ichthyo, unsere Seenotrettung. Und seitdem habe ich mir gesagt, ja, ich möchte jetzt erstmal nicht wieder unter Wasser gehen. Aber so richtig weiß ich jetzt auch gerade nicht, was man sonst tun sollte. Deswegen habe ich mir gedacht, für heute setzen wir uns einfach mal auf einen Vogel wahrscheinlich. Und schau mal, was wir so noch zähmen könnten demnächst. Weil zähmen wäre ja doch ganz toll. Was ich noch schnell schauen wollte, inwiefern ich jetzt hier vielleicht irgendwie noch Narkotics herstellen könnte. Kann ich nochmal? Da wir ja einiges verbraucht haben. Nein, eigentlich haben wir ja gar nichts verbraucht. Na, mal sehen. So, ich würde dafür wahrscheinlich auch auf den Vogel aufsitzen. Und der Grund auch, warum ich das jetzt hier machen möchte mit dem Rumfliegen, ist der, dass ich halt vor ein Weilchen, vor einiger Zeit, ein Dino-Reset gemacht hatte. Und ich einfach auch gucken möchte an anderen Stellen, was sich jetzt hier so getan hat. Und vielleicht findet man ja zum Beispiel auch mal wieder einen tollen Rex, einen männlichen Rex für Sarah. Susi, unser Spino-Weibchen, hat ja einen Partner bekommen. Warum sollte das auch jetzt nicht für Sarah mal der Fall sein? Deswegen würde ich sagen, fliegen wir einfach mal so ein bisschen umher. Ich würde jetzt aber auch nicht zwingend an dem Fluss hier bleiben wollen, da wir den ja zu Genüge sehen. Da ich meistens da ja lang fliege oder lang laufe. Ich bin mal so frei und fliege hier so quer durch. Der Rizino könnte man sich zum Beispiel sehen, obwohl haben wir ja auch schon einen. Stimmt, hatte ich fast vergessen. Haben wir ja schon einen. Iguanodon. Ein Alpha-Raptor. Seht ihr, da können wir vielleicht auch unsere Frustration von den letzten Folgen ein bisschen abbauen. Der ist auch bloß Level 8, also der ist auf keinen Fall ein Problem. So, wir müssen aufpassen. Die Raptoren haben jetzt die neue Fähigkeit bekommen, dass sie einen vom Tier runterziehen können. Ich weiß nicht, ob das Alpha-Raptoren auch können. Aber das wäre dann natürlich schon ein bisschen gefährlicher für uns, wenn der das kann. Ja, ist schon so gut wie tot. Jetzt haben wir ihn auch. Aber was Schönes bekommen haben. Meistens bringt der ja nicht so die tollen Sachen mehr. Hat eigentlich gar nichts gebracht, außer hier diese blaue. Ist auch ein sehr interessantes Wetterphänomen. Es sind 15 Grad. Aber irgendwie der Himmel sieht sehr merkwürdig aus. Was ich mir überlegt habe demnächst oder halt so prinzipiell. Nach heutigem Stand habe ich 96 Abonnenten. Also mit so vielen habe ich niemals gerechnet, als ich vor fast genau einem Jahr angefangen habe, YouTube-Videos zu machen.
Da dachte ich so, naja, vielleicht schaffst du 5 oder 10. Aber niemals im Leben 96. Also an dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die abonniert haben und an alle, die regelmäßig gucken oder auch nur sporadisch. Das freut mich natürlich sehr. Und ich habe mir gedacht, wenn wir es schaffen, auf 100 Abonnenten zu kommen demnächst, dann würde ich das zum Anlass nehmen, mal einen Giga zu probieren, einen Giga selbst zu zähmen. Hier auf die Island. Ich denke doch, das wäre ein guter Meilenstein für 100 Abonnenten. Und da das manchmal relativ schnell gehen kann, muss ich das vielleicht auch langsam mal vorbereiten. So, hier gibt es ein männliches Level 116 Allosaurus, einen männlichen. Das könnte man sich zum Beispiel mal zählen, ganz viele Raptoren. Wieder ein Alpha? Das bist du. Ach nein, ich glaube, die Raptoren, die haben ja jetzt auch diesen Rudelboost. Und dann wird das hier der Anführer des Rudels sein. Ich bin noch gar nicht gesehen, dass die tatsächlich dann auch so leuchten. Aber ja, das ist dann der Anführer. Ja, also ich denke, so ein Giga zu zähmen wäre doch wunderbarer, eine wunderbare Möglichkeit, 100 Abonnenten zu feiern. Ich hoffe natürlich, dass das dann besser läuft als die Plesiozän-Geschichte der letzten beiden Folgen. Das war schon echt ärgerlich. Für euch liegt das ja jetzt schon wieder ein Weilchen zurück, wenn die Folgen so erscheinen, wie ich mir das gedacht habe. Für mich sind es gerade mal 10 Minuten, weil ich ja hier hintereinander weg die Folgen aufnehme. Das war wirklich... ja, da muss ich mich erst noch beruhigen, deswegen finde ich das ganz angenehm, hier einfach mal gemütlich nur durch die Gegend zu fliegen. Ein bisschen zu schauen, was die Welt so Schönes zu bieten hat. Und wenn es nur dieser wunderschöne, rot gefärbte Himmel ist. Ich meine, der Argentavis macht jetzt nicht die beruhigendsten Geräusche. Aber irgendwas ist ja immer. Na, sagt man ja. Und so ein wenig muss man sich dann auch immer wieder neu gewöhnen an die Island, gerade auch wenn man nicht so regelmäßig mehr da spielt, beziehungsweise dann halt auch relativ lange unter Wasser zugange war, dann ist das hier dann auch wie eine neue Welt, wenn man dann wieder an Land oder in der Luft unterwegs ist. Ärgerst du den kleinen Lystro? Das kann er wohl nicht wahr sein. Oh, wir haben einen Lystro gerettet. Wir könnten natürlich auch gleich mal gucken, wo denn potenziell so ein Giga wäre, den man sich ziehen könnte. Der wird ja nicht mehr unbedingt da sein, wo wir zuletzt eingesehen hatten, weil, wie gesagt, ich hatte ein Dino-Reset gemacht. Das heißt, man muss sich sowieso alles neu ansehen. Die Tapejaras sehen immer wieder hübsch aus. Aber leider sind sie vom Level her da nicht so gut, dass man sagen könnte, wir legen uns noch einen zweiten zu.
Okay, jetzt sind wir an der Höhle. Was man sich auch zulegen könnte, da sehe ich relativ viele hier rumfliegen, ist eine kleine Dimorphodon-Armee. Die funktionieren auch sehr, sehr gut, wenn man wirklich mehrere davon hat, mit denen man unterwegs sein kann, mit denen man kämpfen kann. Dein Alpha-Raptor? Er hat das getäuscht. Oder ist ja wieder einfach nur der Anführer? Das ist ja jetzt ein bisschen hinterhältig mit den Raptoren. Man weiß gar nicht, ob das jetzt nur ein Rudelanführer ist oder tatsächlich einer, ein Alpha. Jetzt hat das aufgegeben. Kannst du mal sehen. Ausdauer tanken. Kätzchen kommt doch angerannt. Drehen wir uns doch mal um. Beide weg. Die konnten auch nichts. So, die Entdeckernotiz würde ich jetzt auch nicht mitnehmen mit Tony Shark, weil der ehrlich gesagt schon so viel XP hat. Das lohnt sich bei dem gar nicht mehr. Das kann man sich dann für Tiere aufheben, die man frisch gezähmt hat und so schneller leveln können. Also es gibt so ein paar Tiere, die ich auf jeden Fall noch zähmen möchte. Das wäre einmal ein Yuti, einen Giga, das hatte ich ja schon gesagt. Was ich auch noch gar nicht probiert habe, ist dieses Megatherium. Dieses Riesenfaultier sozusagen. Was springt hier rum? Ist das schon ein Giga oder ist das ein Rex? Mal gucken. Ne, das ist ein Rex. Aber potenziell... Nee, ist ja bloß Level 16. Der ist also auch kein Partner für Susi. Eigentlich auch gleich auffressen. Das sieht zwar hübsch aus, aber nicht für uns gut genug. Gar nicht geeignet. So, hier bei dem Berg muss man aufpassen, weil das Gigagebiet sein kann. Und wenn hier ein neuer gespawnt ist, könnte der natürlich auch hier dann sein. Da ist erstmal wieder ein Rex. Auch weiblich und nur Level 28. Nützt uns nichts. Aber ich möchte hier mal auf den Berg gucken, ob da der Giga zufällig ist. Stegos sehe ich. Sonst nichts Auffälliges. Dann sitzt da wahrscheinlich doch entweder auf dem Berg oder auf dem hier dahinter, den man jetzt gerade nicht sieht. Karnos. Ja, auf dem da drüben, da wo er auch zuletzt saß. Den wir vorher hatten auf der Karte. Kann nochmal hier runterfliegen. Hier könnte er theoretisch auch irgendwo sitzen, wenn er da ist. Also hier auf der Karte, die Spawnpunkte der Gigas sind halt die großen Berge. Nicht vergessen, auf die Ausdauer zu achten. Das ist immer ganz wichtig. Eine Pelzrüstung habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich gucke mal, ob ich trotzdem da in diesen Boden komme. Oder ob die zu sehr bewacht wird. Ob der zu sehr bewacht wird. War da gerade ein Einhorn? Da ist ein Einhorn.
Wartet, wartet, wartet. Einhorn. Ah, nicht das Einhorn töten. Ich muss das Einhorn retten. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Ah, jetzt habe ich das böse Schwein hier. Ah, ich glaube, die werden das Einhorn schon getötet haben. Nee, es lebt noch. Das Einhorn gehört mir. Meine. Nicht, ich will dich retten. Siehste. Auch noch Level 120. Wow. Jetzt müssen wir es nur nach Hause bringen. Dann können wir es zähmen. Seht ihr, so wird aus einer gemütlichen Sightseeing-Tour eine Einhorn-Zähmaktion. Hoffentlich. Wenn wir es jetzt nach Hause bringen. Ich habe jetzt gerade gar keine Ausdauer. Muss ich gucken, dass ich Ausdauer tanken kann, wo das Einhorn nicht gleich aufgefressen wird von irgendwelchen bösartigen Tieren. Kendros, da werde ich es nicht absetzen. Irgendwie hier in den Felsen mitsetzen, dass ich nicht so einfach weg kann. Nicht gleich wegrennen. Und das, so ist gut. So ist gut. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du bleibst hier. Bleib da. Brav. Brav. Jetzt kommst du mit. Ah, aber gut, wenn man mal nicht weiß, was man tun soll. Bei Ark. Es lohnt sich fast immer, einfach mal rumzufliegen und dann ergibt sich schon irgendwas von alleine. Wir wollten zwar gucken, wo es vielleicht ein Gear gibt, aber das können wir auch noch ein andermal machen. Wenn man ein Einhorn sieht, es gibt ja immer nur eins. Ein einziges Einhorn auf der Karte. Wenn man das sieht, mitnehmen, dann hat man's. Also, man sollte nie gezielt nach einem Einhorn suchen, denn dann findet man es meistens nicht. Man findet es dann, wenn man nicht danach sucht. Die Erfahrung habe ich halt schon gemacht. Muss ich gucken, dass ich ausdauermäßig nach Hause komme, aber das müsste zu schaffen sein. Und dann würde ich es auch in unser Zähmgehege werfen. Das ist zwar recht klein, aber wenn ich es hinbekomme, müsste das funktionieren. Das Einhorn bzw. Pferde allgemein hier im Ark-Spiel zähmt man ja auch passiv, also es wird nicht betäubt, sondern, oh, wir haben das ja schon mal zusammen gemacht, ne, auf das Center, genau, aber wer es nicht gesehen hat oder noch nicht weiß, Möhren am besten auf den Slot 0 legen, dann muss man sich möglichst unbemerkt an das Pferd oder Einhorn ranschleichen, gibt ihm eine Möhre zu fressen, dann springt man auf, reitet das Pferd. Das kann man dann auch nicht steuern. Das macht das Pferd ganz alleine. Und immer wenn es kurz davor ist, einen abzuwerfen, wird es unruhig und man kriegt dann unten die Aufforderung, man soll ihm doch mal wieder was zu fressen geben zur Beruhigung. Und dann muss man halt immer wieder E drücken, um dem Pferd die Möhre zu verabreichen. Und das macht man halt so lange, bis es gezähmt ist. Je nach Level des Pferdes oder Einhorns dauert es halt entsprechend länger oder kürzer, wenn es ein niedriges Level hat. Aber das ist doch schön, wenn das klappt. Wenn es schon nicht mit Mosas oder Plesis klappt, dann mit Einhörnern. Hat halt jeder so seine anderen Stärken bei Ark.
Ich hätte ja wirklich gerne mit euch auch die Unterwasser-Lootcrates mal gemacht, diese Tor mit einem Plesiodamoser. Aber wenn das mit so einem Tier halt nicht klappt, dann muss das andere halt noch warten. So, jetzt sind wir da. Unser kleines Mini-Zehmgehege werde ich vielleicht auch mal vergrößern müssen. Oh, jetzt habe ich es schon vorbeigeworfen. Aber es durfte hier auch nicht jetzt den Grund haben, unbedingt wegzurennen. Theoretisch könnte ich es auch hier drin vielleicht einfach in der Basis zähmen. Aber dann habe ich halt Angst, dass es dann von der Klippe einfach uns lenkt. Jetzt haben wir es eh gerade aufgescheucht, dann kann ich es noch nicht zähmen. Dann ist es im Fluchtmodus. Dann muss ich ihm erstmal Zeit geben, sich zu beruhigen. So, das müsste doch passen. Genau. Ist er hier drin? Ja, er ist ein bisschen aufgescheucht, deswegen werde ich erstmal zurückgehen. Das Ei da, was Susi gelegt hat, oder Betty, weiß ich jetzt gar nicht, lassen wir erstmal liegen. So. Ja, und dann gucken wir uns in der nächsten Folge mal das Einhorn an, dass wir das zähmen können. Für heute sage ich erst wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.